an einem Ort der Produktion also. Dies verstärkte unseren Wunsch, den wissenschaftlichen und kuratorischen Blick durch den künstlerischen noch zu ergänzen. Das beweist bereits die kleine Ausstellung im Vorraum unseres Konferenzsaales, wo Studierende aus Bremen, Sie haben es ja zum Teil gesehen, Künstlerbücher präsentieren, die sie im Rahmen eines Seminars bei Mona Schieren über Agnes Martin entwickelt und geschaffen haben. Diese auf vielen Ebenen fruchtbare Auseinandersetzung verrät, welche Facetten und Aspekte des Werks von Agnes Martin Kunstschaffende heute beschäftigen, anregen und bewegen. Und ich möchte noch ergänzen, selten waren so viele Künstler und Studierende der bildenden Kunst in diesem Haus in einer Ausstellung wie momentan. Und auch das freut uns natürlich ganz enorm. In ganz besonderer Weise regt die Kunst von Agnes Martin zur stillen Betrachtung an, aber kaum weniger zur intensiven Diskussion. Was kann Kunst erreichen? Wie erreicht sie ihren Betrachter? Was sieht der eine, was der andere? Welche Künstlerpersönlichkeit verbirgt sich hinter diesem ebenso insistierenden wie offenen Werkkonzept? Wo endet der Einfluss von Gesehenem, wo beginnt das eigene? Wie stehen Bild und Text zueinander? Viele dieser Fragen sind von Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung gestellt worden. Auf manche Fragen gibt es einfache Antworten, auf andere nur komplexe Kommentare, die meist neue Fragen aufwerfen. An dieser Stelle wollten wir mit unserem Programm ansetzen, um wenigstens einige Antworten auf die komplexen Fragestellungen zu erhalten, beziehungsweise die in der Diskussion gemeinsam zu erarbeiten. Es ist aus verschiedenen Gründen ungeheuer fruchtbar, ein monographisches Symposium gerade zu der Künstlerin Agnes Martin zu veranstalten. Die Persona Martin bietet ein höchst ergiebiges Forschungsfeld zur Mythenbildung vor der Folie der klassischen Stereotypen-Legenden vom Künstler und seinem Dasein. Eine kritische Reflexion dieses Aspektes durchzieht mehrere der Beiträge dieser Konferenz. Die besondere Situation, den umfangreichen Werkkorpus einer Retrospektive während eines wissenschaftlichen Symposiums quasi im Nebenraum verfügbar zu haben, eröffnet diverse Aussichten. Ästhetische Erfahrung und akademische Auseinandersetzung können aufeinander reagieren und antworten. Gerade weil Agnes Martin einem ausschließlich wissenschaftlichen Zugang zum Kunstwerk kritisch gegenüberstand, haben wir versucht, in dieser Konferenz verschiedenen Zugängen und Methoden Raum zu bieten. Die Beitragenden sind Künstler, Kunststudierende, Weggefährten, Kunst- und Literaturwissenschaftler, Philosophen, Ausstellungsmacher und Kunstvermittler, wobei ich das alles natürlich auf beide Geschlechter bezogen verstehe. Ihre oft sehr verschiedenen Zugänge und nicht zuletzt abweichenden Ansätze sollen hier gewissermaßen auf einer Bühne verhandelt werden und sich gegenseitig befruchten. Gleichwohl ist zu bemerken, dass Personen, die Agnes Martin noch gekannt haben, sich häufig schwer tun, über Martin und ihr Werk jenseits der von der Künstlerin selbst vorgegebenen Pfade zu sprechen. Dies bemerkt auch Nancy Prinzenthal in ihrer jüngst erschienenen Biografie zur Künstlerin. Und viele, die von Martins antirationaler Haltung wussten, öffnen sich einer wissenschaftlichen Perspektive nur mit äußerster Skepsis. Warum das so ist? Wiederum eine gute Frage. Ich übergebe jetzt für ein Stück an Mona Schieren. Wir hatten überlegt, ob wir nebeneinander stehen wollen oder hintereinander hier stehen. Und ich komme dann gleich nochmal zurück mit einigen organisatorischen Punkten. Ja, auch von mir herzlich willkommen Sie alle. Anlässlich des 90. wie auch des 100. Geburtstags von Agnes Martin fanden Konferenzen statt. Im Programm dominierten jeweils die Berichte und Erinnerungen von Weggefährten. Eine wissenschaftliche Konferenz hat es noch nicht gegeben zu ihrem Werk, die sich ausschließlich ihrem Werk widmet.
Sicherlich können selbst in diesen zwei Tagen dichtem Programm nicht alle Aspekte Ihres Werkes verhandelt werden in den unterschiedlichen Beiträgen. Insofern geht es auch darum, während dieser Tagung Forschungsdesiderate auszumachen und Grundlagen für eine zukünftige, hoffentlich vielfältige Forschung zu legen. Jenseits von Ausstellungskatalogen gab es bis dato nur wenig Forschung. Beispielhaft ist zu nennen die Aufsätze von Katrin de Seger, Griselda Pollock, Bryony Fair und Bracha Ettinger, die wieder in einem Ausstellungskatalog 2005 vom Drawing Center New York herausgegebenen Band Dreimal Abstraction oder das 2011 erschienene von Lynn Cook, Karen Kelly und Barbara Schröder herausgegebene Kompendium mit Untersuchungen von Rhea Anastas, Lenny Cook, Douglas Crimp, Susan Hudson, Jonathan Katz, Zoe Leonard, Yale Monsour, Michael Newman, Christina Rosenberger und Anne Wagner. Uns war es ein Anliegen, eine Plattform für die Diskussion der verschiedenen, bereits vorliegenden Ansätze zur Erforschung des Werks der Künstlerin zu bieten. Nicht weniger wichtig erschien es uns allerdings, auch solche Wissenschaftlerinnen um Beiträge zu bitten, die vorher noch nicht über Agnes Martin, jedoch über angrenzende Themen gearbeitet haben, um so die Diskussion zu erweitern. Wir möchten an dieser Stelle in wenigen Sätzen erläutern, warum es so wurde, wie es jetzt ist. Beginnen wollen wir mit der Ausstellung, das heißt mit den Kuratorinnen. So wird Frances Morris den Anfang machen, die das Projekt überhaupt ins Rollen gebracht hat und maßgeblich geprägt hat. Der Blick der Kuratorin wird ergänzt um den Blick der Autorin des Werkverzeichnisses, die zudem als Kuratorin der Ausstellung von Beginn an eine in Werkauswahl und zahlreiche Überlegungen involviert war, Tiffany Bell. Die Perspektiven der beiden werden sich ergänzen und einen profunden Einblick in die kuratorischen Überlegungen vermitteln. Folgen werden zwei Beiträge von amerikanischen Kollegen aus dem universitären Bereich. Wir freuen uns sehr, dass sowohl Susan Hudson als auch Jonathan David Katz unserer Einladung spontan gefolgt sind. Sie greifen auf ganz unterschiedliche Weise die Diskussion um Martins Mental Illness auf. Spätestens seit der Veröffentlichung von Arnie Glimsches Erinnerungsband über Martin aus dem Jahr 2012 ein virulentes Thema. In der Biografie, im Katalog und in der Ausstellung ist die Diagnose Schizophrenie erwähnt und das hat heftige Reaktionen provoziert. So schien es uns wichtig, jetzt aktuell zu diesem ebenso komplizierten wie komplexen Thema eine differenzierte Auseinandersetzung anzubieten, die zudem auch an Martins Werk gekoppelt ist. Zum Abschluss des ersten Konferenztages wird Richard Tuttle im Gespräch mit Dieter Schwarz über seine persönliche Begegnung mit der Künstlerin sprechen, über seinen Blick auf ihre Kunst, auf den Austausch zwischen den Künstlern und gemeinsame Projekte. Das Gespräch mit den Zeitzeugen ist ein wichtiges Format dieses Symposiums, das sich in ganz anderer Form am Samstagabend noch einmal wiederholen wird. Dann sprechen Kuratoren, Galeristen und Künstler miteinander. Mit Erich Franz und Heinz Liesbrock kommen Kunsthistoriker zu Wort, die, wie auch der Galerist Gianfranco Werner, das Werk Martins begleitet und ausgestellt haben. Es kommen darüber hinaus drei Künstler zu Wort, um aus ihrer persönlichen Perspektive über die Bedeutung der Bilder Agnes Martins für das eigene Werk und allerdings auch darüber hinaus zu reflektieren. Das sind Stefan Baumkötter, Anna Vogel und Matthias Rutenberg. Und uns ist es wirklich ein wichtiges Anliegen, dieses unterschiedliche Sprechen über Martin und über das Werk, jenseits auch von wissenschaftlichen Sprechen, hier zu Wort kommen zu lassen. Und Sie wissen alle, Agnes Martin ist eine Künstlerkünstlerin und nicht umsonst, es haben sehr, sehr viele Künstler eigentlich ihr Werk und ihre Erinnerungen
ja, viel gehalten, auch in Europa, weil es die Schriften gab, die glücklicherweise Dieter Schwarz hat übersetzen lassen. Insofern freuen wir uns sehr auch über diesen künstlerischen Austausch. Den morgigen Tag beginnen wir mit Beiträgen von Anne Fied und Eva Ehninger, die Martins Werk im Spannungsfeld von Minimal Art und abstraktem Expressionismus sowie deren Protagonisten verorten. Es folgen dann zwei weitere Beiträge zur historischen und philosophischen Kontextualisierung des Werks von Martin. Ich selbst spreche zu Martins Werk und stelle ihn vor, das Werk als Übersetzung und Umarbeitung asianistischer Denkfiguren zu lesen. Die Künstlerin und Philosophin Bracha Ettinger lotet anschließend den malerischen Raum in den Bildern Martins aus und dies sowohl auf psychoanalytischer als auch auf philosophischer Ebene. Ein wichtiges Thema ist die Frage der Vermittlung, der sich gleich drei Beiträge widmen. Gabi Hartl, die im Programm angekündigt war, musste leider sehr kurzfristig absagen, was wir sehr bedauern. Lena Fritsch, die Kuratorin, auch als Kuratorin an der Ausstellung beteiligt, untersucht einen wichtigen Text Martins, den diese an angehende Künstler und Künstlerinnen adressierte. Ferner fragt sie, ob und wie diese Texte zur Mystifizierung der Künstlerinnenfigur Martin beigetragen haben. Annette Schrien nimmt in ihrem Beitrag dann Agnes Martin als Kunsterzieherin und Kunstlehrerin in den Fokus. Sie versteht ihre Bilder als Weiterführung von Martins Vermittlungsanliegen der ästhetischen Bildung. Schließlich stellt sich im Ausstellungskontext immer wieder, und ich glaube bei Martin ganz zugespitzt, die Frage, ob und wie ästhetische Erfahrung zu vermitteln ist und wie die Besucher auf ein solches Unterfangen reagieren. Diesem Punkt widmen sich vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung mit der Ausstellung in Düsseldorf Angela Wenzel und Peter Schüller. Die Frage der ästhetischen Erfahrung ist ein zentraler Punkt, den eine künstlerische Position wie Agnes Martin auf das Subtilste aufwirft. Und hier schließen sich weitere Fragen an. Wie ist das eher universalistische Konzept Agnes Martins im heutigen Kontext zu verstehen? Welcher politische Impetus ist in diesem Werk zu finden? Und auch in dieser Haltung. Inwiefern ist dieses Werk auch in aktuellsten gesellschaftlichen Diskussionen jenseits von modisch gewordenen und neoliberal vereinnahmten Begriffen wie Entschleunigung oder zurück zur Einfachheit relevant? Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns inspirierte und vor allem inspirierende Tage hier in Düsseldorf und übergebe jetzt wieder an Maria. Vielen Dank.